Servus, grüß euch, ich bin's der Michi Nikolaus, ich habe Rüstermacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne ein bisschen was zeigen. Online ist ein kleines bisschen ruhiger geworden in den letzten 2-3 Wochen, offline halt nicht so. Das heißt, wir haben ganz schön viel umgeräumt bei uns in der Firma, wir haben die Firma ein bisschen umgeräumt, unseren Showroom ein kleines bisschen umgeräumt und haben aber eigentlich, zu dem kleinen bisschen, unsere Ausstellung an Siebträger-Espressomaschinen wesentlich vergrößert. Auch in Bezug auf die Marken. Und da haben wir, also wir haben mehr Ausstellung, ihr habt mehr Auswahl und wir haben hier jede Preisklasse da. Wir sind bei 2 Marken jetzt Fachhändler geworden und ich glaube, dass das echt kommuniziert gehört, weil das eine total coole Sache ist und ich freue mich da wie ein Schnitzel drüber. Also von daher ist das eine schöne Sache. Das heißt, wenn Sie bei uns jetzt bei der Haustür reinkommen, dann seht ihr nicht mehr unseren Barista-Tisch, den haben wir jetzt wieder nach hinten geräumt in unsere Barista-Schule. Da steht er auch ganz gut und wie gesagt, wenn ihr mal reinkommen jetzt und es sind viele Kundschaften da, guckt euch doch gemütlich bei uns in die Barista-Schule rein. Das ist eigentlich ganz nett angerichtet und ja, freuen wir uns. Und, gell? Genau. Der Platz, der jetzt frei geworden ist, wir haben also einen ganz großen Ausstellungstisch gebaut. Das heißt, das ist, seht ihr da, das ist ein schöner, großer Ausstellungstisch. Und den haben wir voll gemacht mit Espressomaschinen. Und zwar, wir haben jetzt Fachhändler geworden bei der Firma ICM und bei der Firma Profitec und bei der Firma Elektra. ICM und Profitec, da möchte ich jetzt ganz gerne was drüber sagen. Elektra mache ich einfach das nächste Video drüber. Wir haben uns mit ICM und Profitec ein bisschen zu kurz geschlossen. Die haben das ein bisschen mitgekriegt, was wir so machen. Ich kenne die Maschinen ja von Haus aus schon, weil ich selber halt auch immer ICM daheim habe. Und haben eigentlich so ein bisschen festgestellt, wir haben auch so auf der gleichen Wellenlänge. Und das finde ich eigentlich total cool. Das ist ein Fachhändler. Das ist ein Hersteller von sehr, sehr hochwertigen Espressomaschinen. Die Firma Profitec und die Firma ICM. Die Maschine, wie wir aufmachen, haben die wirklich klasse verbaut. Ich kenne die Maschinen, ich tue seit 18 Jahren nichts anderes als Espressomaschinen, Kaffeemaschinen auseinanderbauen und reinschauen und manchmal sechs so Sachen, die halt nicht so toll sind und manchmal sechs Sachen, wo du sagst, hey Gott, die sind auf Lebenszeit gebaut. Die haben wirklich ganz eine andere Qualität und auch so verbaut, dass man erstens hinkommt zum Reparieren und Punkt 2 auch so hochwertig verbaut, dass sie einfach von Haus aus schon mal ein bisschen länger leben und das finde ich eigentlich ganz cool. Wir haben uns also mit denen ein bisschen unterhalten und da haben wir eigentlich wirklich gespannt. Wir haben gefahren ein bisschen auf einer Wellenlänge. Die Firma ECM und die Firma Profitec, die fahren diese Buy Local Philosophie ist eigentlich eine ganz wichtige Philosophie und ich finde die so ungemein wichtig. Ich kann es eigentlich gar nicht sagen, wie wichtig das ist. Weil dieses Buy Local, gell, also bei Kauf regional, gell, sagt ja jeder. Da braucht man doch gar nicht drüber reden. Und jeder sagt ja, eigentlich kaufe ich regional und danach kaufe ich doch online. Das ist so eine Sache. In der Corona-Zeit war es natürlich schon so, dass du vielleicht nicht gescheit rausgekommen oder sowas. Und dann haben diese Online-Shops alle in die Höhe geschossen und da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist alles cool gewesen. Online-Shop, Warenkorb, weggeschickt, passt. Espressomaschinen sind aber eigentlich keine Ware, die man einfach nur mal so durch die Weltgeschichte durchschickt. Und wenn was feilt, steht da jeder irgendwie doof da, weil halt keiner lokal da war. Oder vielleicht der Onlineshop irgendwo in Transsilvanien ist oder sowas und dann schickst du es halt auch nicht so leicht dahin, gell? Und diese Buy Local Philosophie ist deswegen so ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir alle in der Richtung echt nicht nur ein bisschen dies nur sagen sollen, sondern dann ein bisschen besser da werden. Und da packe ich mich selber an meine eigenen Nasen, das ist alles gut. Das heißt, der Hersteller ECM und Profitec, Elektra übrigens auch, fahren mittlerweile diese Schiene, wir stellen hochwertigste Maschinen her, die lang leben, werden aber auch nur von einem Fachhändler verkauft. Die sollte der Fachhändler verkaufen, der sollte sich damit auskennen, der sollte vorher auch noch zertifiziert sein, vielleicht noch mal geprüft worden sein, weiß er überhaupt, was er da verzeiht oder sagt er einfach nur, dass die Maschine ein bisschen glänzen tut. Sondern tatsächlich, wir müssen wirklich, oder ICM und Profitec schreibt das natürlich ein bisschen vor, das müssen wirklich Fachhändler sein. Und das Wichtigste, wir sollen eine Werkstatt haben. Das heißt, wir haben da eigentlich zwei ganz tolle Sachen. Wir haben also eine bärige Maschine, die lang lebt, die gut verbaut ist, die, wenn ihr da so umeinander fahren jetzt, gell? Entschuldigung, man sieht es jetzt nicht, aber wenn ihr mir da um Gehäuse von links nach rechts umeinander fahren jetzt, solltet ihr euch bitte nicht die Finger aufschneiden. Da gibt es diese Maschinen, die im Internet ganz fürchterlich schnell irgendwo weiter verkauft werden und ganz gehypt werden. Aber seien wir doch ganz ehrlich, ich möchte mir bei einer 500-Euro-Maschine nicht die Finger aufschneiden beim Putzen vom Tassenblech und ich möchte es auch nicht bei einer 4.000-Euro-Maschine. Das ist einfach so. Erstens, weil ich Maschinenbautechniker bin, ich mag das scharfe Kanten von Haus aus nicht. Und zweitens,
egal, weißt, es ist ein Haufen Geld, egal ob es 500 Euro sind oder 5000. Und das habe ich da nicht. Das heißt, ich habe wirklich klasse, hochwertige Maschinen, die wirklich nicht nur danach ausschauen, sondern auch vom Innenleben, und das ist jetzt wieder mein Thema, die Technik vom Innenleben auch so verbaut haben, dass erstens schön zum Klangen haben, man kann das auch noch schön reparieren, das ist noch so gebaut, dass der Hersteller auch sagt, du, die sollen auch noch lange leben. Und ich glaube, dass das mittlerweile in vielen anderen Bereichen ganz, ganz selten ist, dass du einen Hersteller hast, der sagt, du, das bauen wir so, dass das lang lebt und nicht alle 3 Jahre für 1000 Euro austauscht gehört. Und das finde ich so ganz, ganz wichtig. Ich kann es euch gar nicht sagen, weil wir machen das seit 18 Jahren. Wir sehen relativ viele Sachen. Und manchmal rauft man sich die Haare, manchmal denkt man sich wirklich, hey Gott, was bauen die da so rein? Oder halt nicht rein? Oder was nehmen die da für Bauteile her? Also es ist unterschiedlichster Art. Und da mag ich ja gar keine Marken ansprechen. Ist wirklich nicht. Ist überhaupt gar kein Ding. Aber dieses Buy Local ist so viel mehr. Buy Local heißt Fachhändler. Eine Werkstatt. Eine gescheite Maschine, die so verbaut ist, dass wirklich erstens euch eine Freude machen dort, und zwar täglich. Und zweitens, wenn du was feiert, dass er wirklich vor Ort repariert wird. Und deswegen mache ich diese Buy-Local-Philosophie von ganzem Herzen. Wünsche mir, dass viel mehr Hersteller wieder da drauf gehen. Ja, im Internet findest du das mit Sicherheit vielleicht irgendwo irgendein Maschinchen ein bisschen billiger oder sowas. Aber was machst du denn, wenn es hier ist? Wenn es hier ist, dann stehst du da und du schickst das ja nicht mit dem Götterboten irgendwo durch die Weltgeschichte. Das macht man halt nicht. Deswegen freuen wir uns ganz fürchterlich, gell, dass wir ECM und Profitec Fachhändler geworden sind. Und ihr seht es schon bei mir im Hintergrund in der Ausstellung. Wir haben also wirklich von der kleinen ECM Puristica über die ECM Synchronica, die Mechanica Max. Hinten ist die Mechanica Slim in der Heritage Line. Wir haben auch die Profi-Tech-Maschinen da. Wir haben die Go zur Ausstellung da, also die Go in der Ausstellung da. Und wir kriegen die neue Move dann im November, wenn es dann rauskommt, auch bei uns in die Ausstellung rein. Also ganz eine neue, bärige Dual-Boiler-Maschine. Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich klasse. Und muss man anders sagen, Preis-, Leistungs- und Verbauungsqualität echt klasse. Also super. Und da freuen wir uns. Da freuen wir uns wirklich. Das heißt, ich werde also in nächster Zeit jetzt einfach noch mal ein paar so die ganzen Maschinen einfach mal ein bisschen da rein noch so ein bisschen filmen, ein bisschen vorstellen, dass ihr einfach ein bisschen wisst, welche Maschinen habe ich jetzt denn da gerade in der Hand, welche ECM möchte ich euch gerne zeigen oder welche Profitec führe ich euch ein bisschen vor. Damit ihr da ein bisschen was wisst, damit wir ein paar Produktvideos haben, die könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen anschauen, werden es halt auch mal verlinken auf Facebook, Instagram, das ist ja eh ganz klar. Aber für euch die Botschaft, kommt gern vorbei. Wir sind ECM, Profitec, Fachhändler, wir haben Elektrofachhändler, Bezerra-Fachhändler und mehrere andere Marken ja auch noch. Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig zum sagen. Also deswegen, kommt es vorbei, wir freuen uns ganz riesig auf euch. Jederzeit, die Maschinen stehen ja da. Ich kann euch jede zeigen, erklären. Und wer uns kennt, weiß, ich bin von Natur aus neugierig und wissbegierig und technisch natürlich auch. Das heißt, ich bin ganz offen, wir haben jede Maschine einen Deckel schon mal aufgemacht und innen reingeschaut. Die Maschine, wo wir halt noch nicht schon lange Kind haben oder sowas, sondern tatsächlich wirklich nochmal nachgeschaut, wie gefällt uns das, wie schaut das aus, und das ist, glaube ich, so ganz wichtig. Das heißt, ihr könnt jederzeit, dürft jederzeit gerne vorbeikommen, ich zeige euch jede Maschine. Wenn ihr eine Maschinenvorführung möchtet, und das werden wir jetzt auch die nächsten Wochen dann einmal irgendwann einmal ein bisschen mit einführen, dann bitten wir bitte um eine Terminvereinbarung. Das ist mir ganz lieb. Wir werden also, ihr seht es schon, wir haben unsere wirklich die schöne Lampen auch schon hergerichtet, und da kommt jetzt dann der Strom noch hin, das Wasser kommt noch hin, und ich kann dann auch, das bin dann so angerichtet, dass wir auch da auch bei den Espressomaschinen jede Maschine aus unserer Ausstellung dann halt auch einschalten können und ein bisschen vorführen können. Aber da muss ich ganz, ganz offen sagen, seid bitte so lieb, das machen wir wirklich mit einem Termin, weil das erstens einen Haufen Zeit frisst, positiv gesehen, also nicht negativ, sondern positiv. Das sollte ja auch Hand und Fuß haben, man möchte ja ein bisschen was zeigen und ein bisschen was erklären. Und da brauchen wir einfach ein bisschen eine Terminabsprache. Aber normal fürs Verkaufen anschauen, beraten lassen, kommt es vorbei, da braucht es nicht unbedingt einen Termin, da freuen wir uns ganz riesig. Deswegen, ECM Profitec Fachhändler, ich muss vielleicht da nochmal ein bisschen Platz machen, dass ich nicht nur die Baristamacher drauf habe, sondern andere Marken vielleicht auch, dann müssen wir mal schauen. Und ich freue mich einfach ganz unbändig und kommt es vorbei. Ich freue mich, das ist mein Wohnzimmer. Und herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Das war es soweit gewesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir freuen uns ganz riesig auf euch. Servus, für euch.